Die erste Rednerin ist die Justizsprecherin der Grünen, Agnes Secker-Brammer. Vor allem auf diesen Teil konzentrieren, der die Rechtsanwaltsordnung betrifft. Und zwar aus einem sehr wichtigen Grund. Der Beruf der Rechtsanwältin ist ein wunderschöner Beruf. Es ist ein Beruf, den man, wenn man sich ihn aussucht, eigentlich aus Überzeugung und aus Leidenschaft aussucht und den man gern ausübt und der wirklich, wirklich erfüllend ist. Dorthin zu kommen, erfordert eine lange Zeit. Es kommt zuerst das Studium, dann ist die Gerichtspraxis, dann ist die Zeit als Rechtsanwaltsanwärterin und dann steht man nach insgesamt, wenn man relativ flott ist, nach ungefähr 8-9 Jahren, meistens ein bisschen länger, also mit ungefähr Ende 20, Anfang 30 dort, wo man mit dem Beruf überhaupt einmal beginnen kann. Und genau diese Zeit, das ist auch diese sogenannte Rush-Hour des Lebens. Das ist das, wo alles passiert, wo man im Beruf sattelfest wird, wo man sich in der Wohnung, Haus, Wohnung gut einrichtet, versucht, sich etwas zu schaffen und wo man auch versucht, eine Familie zu gründen. Und genau in dieser Zeit ist es so, dass man als Anwältin sehr viel, wirklich sehr viel Geld verdienen muss, um einmal die Grundkosten, die der Beruf aufwirft, zu decken. Und ein wesentlicher Punkt in diesem Bereich sind Beiträge zur Kammer und zur Pensionsversicherung, die zu zahlen sind. Das sind ungefähr rund 1.500 Euro im Monat, die man einmal verdienen muss, die man einmal erwirtschaften muss, um überhaupt den Beruf ausüben zu können. Dazu kommen noch die restlichen Fixkosten, die man hat. Also man muss schon sehr viel arbeiten können, um sich quasi den Beruf leisten zu können. Jetzt ist es aber so, dass man in dem Zeitraum, wenn man tatsächlich eine Familie gründen möchte, vor dem Problem steht, dass man in der Zeit, wo man diese sogenannte Babypause hat, das bedeutet in der Zeit, wo man einfach tatsächlich nicht so viel arbeiten kann, wie man eigentlich sollte oder möchte, dass man genau in der Zeit diese Kosten weiterlaufen hat. Und dafür gab es bisher überhaupt keine Möglichkeit, davon runterzukommen. Die machen wir jetzt. Das ist ein wirklich großes Problem gewesen und jetzt gibt es dafür eine Lösung. Was bisher als Lösung angeboten wurde, was zum Beispiel auch mir angeboten wurde, ist, na lass dich halt von der Liste der Rechtsanwältinnen kurz streichen, du kannst dich ja dann wieder eintragen lassen. Ja, natürlich kann man das, falls es dann noch die gleichen Bedingungen gibt. In der Zwischenzeit bin ich kein Mitglied in der Standesvertretung, ich kann auch dort niemanden, meine Vertreterinnen nicht wählen und ich sammle auch keine Zeiten für meine Pension und das ist nämlich das Ausschlaggebende. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und all das passiert jetzt nicht mehr, weil wir die Möglichkeit geschaffen haben, den Anwaltsberuf zumindest ruhend zu stellen. Das heißt, ich kann meine Berufsberechtigung vorübergehend zurücklegen, keinen Gebrauch davon machen und bleibe aber vollumfänglich Rechtsanwältin. Und das ist gut. Das ist eine Möglichkeit. Und ich rede hier nicht von einer Möglichkeit von Vereinbarung von Beruf und Familie. Beruf und Familie, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Rechtsanwaltsberuf ist damit nicht gelöst, auf keinen Fall. Aber was wir damit schaffen, ist die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, ohne den Beruf aufzugeben. Und das ist wichtig, das ist ein ganz wichtiger Schritt und deshalb bitte ich um breite Zustimmung zu diesem Gesetz. Dankeschön. Eingetragene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mussten bisher während der Karenz entweder Beiträge wie jenen zur Rechtsanwaltskammer weiterhin bezahlen oder sich aus der Liste der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte streichen lassen. Mit dieser Novelle sei dieses Problem jetzt gelöst, sagt die Justizsprecherin der Grünen, Agnes Secker-Brammer.